So, willkommen zurück zur nächsten Folge. Und wir schauen uns jetzt mal genau an, was genau der Galaktische Rat ist. Und zwar, wir haben hier unterschiedliche Ebenen, ne? Wir haben die Gemeinschaft, wir haben den Senat selber, das ist das Abstimmungsverhalten. So, da können wir nämlich hier also dagegen stimmen, also dafür stimmen, dagegen stimmen oder uns enthalten. Und wir haben Beschlüsse, die eingebracht werden können. Es gibt über ganz, ganz viele verschiedene Bereiche, über Krieg und Verteidigung, über Technologie und Umwelt und so weiter. Gibt es unterschiedliche Beschlüsse, die nacheinander durchgereicht werden können. Das heißt, guck mal, es ist sehr, sehr komplex. Also hier ist wirklich sehr, sehr viel los. Und alle Beschlüsse haben irgendwelche Vor- und Nachteile, die bringen etwas, die verändern etwas, die bringen neue Mechaniken mit rein und so weiter. Das heißt, der Galaktische Rat ist quasi wie so ein großer, wie die UN quasi. Nur, dass die UN halt Gesetze verabschiedet, an die sich halt alle halten müssen. No? Und man kann auch gegen die Gesetze verstoßen und so weiter und hat dementsprechend kann man dann auch Sanktionen bekommen und so weiter. Das ist halt also eine ganz, ganz neue politische Ebene, die durch das Federations DLC dazukommt. Man kann durch Einfluss, kann man quasi Abstimmungen, kann man Beschlüsse in der Abstimmungswarteschlange hinzufügen. Man kann die Warteschlange verändern, indem man, sage ich mal, Sachen zustimmt oder auch dagegen stimmt, zum Beispiel, ne? Zum Beispiel kooperative Forschung erhöht die Produktion von Forschungsstationen und diplomatische Bedeutung von Forschungstechnologie plus 20%. Das wollen wir haben. Finden wir gut, das soll unterstützt werden. Schutzengel. Diplomatische Bedeutung von Flotten werden minus 20% gesetzt. Moral, Verteidigung von Armeen. Nö, das finden wir doof. Das wollen wir nicht. Das wollen wir nicht haben. So, jetzt sehen wir, woraus sich unsere politische Macht quasi herauskristallisiert. Ne? So, warum, sag ich mal, sind wir so schwach? Wir sind nämlich isolationistisch eingestellt. Immer noch. Ne? Wir sind die ganze Zeit in unserer Richtlinien, diplomatische Haltung. Isolationistisch. Die haben uns lange Zeit, hat es einen großen Vorteil gebracht, und zwar monatliche Einflusskosten plus 10%, Einigkeitskosten plus, Einigkeit nicht, so, Einigkeit plus 10%, diplomatische Bedeutung plus 50, Kosten diplomatischen Einfluss plus 100, Anziehung Regierungsethik plus 25 und Grenzkonflikte plus 200%. Das heißt, wir wollen, also wir sind halt isolationistisch und es gibt kooperativ zum Beispiel, da wird die diplomatische Bedeutung plus 25% gesetzt, ne? Und Beziehung verbessern von Gesandten plus 50%, Grenzkonflikte minus 50, Kosten Einsätze, Unterhalt Einsätze plus 25 jeweils. So, es gibt noch streitsüchtig, expandieren, merkantil, vorherrschen, säubernd und so weiter. Das sind ganz, ganz viele verschiedene diplomatische Haltungen, die man teilweise erstmal noch erforschen muss oder zumindest bekommen kann. Danke für die Beleidigung, stimmt, das haben wir uns schon mal angeguckt gehabt hier. Ja. Das ist erstmal alles halb so wild. Da oben sind die ganzen Informationen gewesen für den Galaktischen Rat. Deswegen sind wir aktuell auch hier so krass. Momentaner Wert 484, isolationistisch minus 50% alleine schon. Ne? Wir könnten es zum Beispiel ändern, wenn wir hier mal sehen, okay, er hier hat einen grunddiplomatischen Bedeutung, die Grundwert diplomatische Bedeutung 617. Er pusht diese aber um 25%, weil er kooperativ ist. Ne? Das ist die diplomatische Haltung. Dann Tradition abgeschlossen, nochmal plus 10% und er hat Gesandte und zwar 5 Gesandte hat er in den Rat gestellt, deswegen bekommt er plus 50%. Krass. Er ist aber normalerweise 617 stark. Wir wären 969 stark. Das heißt, wir wären automatisch wahrscheinlich einer der stärksten dies hier, oder wir wären das stärkste Reich. Aktuell sind wir irgendwo im Mittelfeld. Wenn wir jetzt unsere isolationistische Haltung aufgeben würden, dann wären wir automatisch das stärkste Reich. Ja, also allein durch die Bewohneranzahl 363. Also unsere Bewohner kicken schon gut rein. Ja. Dadurch kann man sich jetzt diplomatisch gesehen erstmal zurückhalten. Und auf einmal urplötzlich, wir können unsere Gesandten hier reinstellen. Ja. Und dann könnten wir uns auf kooperativ stellen und urplötzlich wären wir mit Abstand das stärkste Reich in der Galaxie. Also zumindest im Galaktischen Rat. Ne? Das sagt nicht direkt etwas oder spricht nicht direkt für oder gegen etwa eure militärische Stärke. So, es zeigt eure Gesamtstärke, Wirtschaft, Bevölkerungsanzahl, militärische Stärke, technologischer Fortschritt. All diese Sachen werden mit reingerechnet und dann werden sie in Punkte gegossen und diese Punkte bestimmen halt, wie viel Gewicht eure Stimme im Rat hat. Crawley, grüß dich, hallöchen, ein wunderschön, ich hoffe, dir geht's gut und schön, dass du da bist.
Niemand ebenfalls, ne? Hä? Ich spiele ohne DLCs, habe aber den Galaktischen Rat. War das nicht das Free-Update zu Nemesis DLC? Oh, es kann auch sein. Ich dachte, es wäre beim Federation DLC mit drin, aber dann bin ich mir gar nicht sicher, was bei Federation dazu kommt. Gib mir mal ein Eis holen. Warum? Oh, viel Spaß dabei. Ein Eis hätte ich jetzt natürlich auch Bock, ne? Boah, das wäre schön. Und Warnfried, auch dir guten Abend allerseits. Ein wunderschön, ne? Moin, moin. Guten Hunger, Paphos, ne? Guten Hunger. Da, ein interstellares Schäfchen hüpfen. Vom Planeten zu Planeten. Das erste seiner Art. Guck an. Also, welche Forschung wollen wir haben? Hier, diplomatische Bedeutung plus 10%. Ne? Das bedeutet, wir würden unsere diplomatische Bedeutung erhöhen im Galaktischen Rat. Allein durch diese Forschung. Fraktionseinigkeit wird zusätzlich plus 10%. Ne? Geheime Weltraumeinrichtung. Was ist das denn? Stabilität plus 5. Geheime Weltraumeinrichtung. Cool. Plus 5 Stabilität. Und Einigkeit eine. Aber die Einigkeit hätten sie auch streichen können. Wir nehmen das hier. Ja, haben wir einen passenden Forscher dafür? Nein, wir haben keinen Sozialforscher oder Staatskunst, ist es, glaube ich. Ne? Die beiden Hände, die so machen. Ich glaube, das ist Staatskunst. Ja, vollkommen staatsmännisch sich gegenseitig die Hand gegeben. Herrlich. Wir haben mega viel Energie, wir haben ganz gut Mineralien. Es gilt, unsere Legierungen zu pushen. Ja? Wir brauchen mehr Legierungen, immer mehr. Wir wollen jetzt Richtung 200, 300 Legierungen pro Monat. Das ist sportlich, es dauert noch ein bisschen, aber wir wollen da auf jeden Fall hin. Ne? Das ist das Ziel. Das ist das auserkorene Ziel. Ich sehe gerade, dass das hier oben eine Schleife ist quasi, wo nur wir hin können. Weil wir das hier abgeschnitten haben. Ha. Das ist ja cool. Ich glaube, hier oben gibt es hier oben noch Verbindungen. Es sieht ganz danach aus, als gäbe es hier oben keine weiteren Verbindungen. Da sind auch flüchtige Teilchen noch dabei. Können wir wahrscheinlich hier in diese Pocket rein, ne? Und gucken, was hier abgeht. Ja, cool. Haben wir noch Forschungsschiffe, die aktuell keiner Tätigkeit nachgehen? Wir haben ein Kolonieschiff. Du darfst... Nee, da fliegt er schon hin. Du fliegst da unten runter. Gouverneur erlangt Eigenschaft. Intellektuell. Victor Walpole. Welcher? Du darfst dort ausbauen. Welcher Gouverneur ist das denn? Er hier ist es. Aha. Aha, aha. Flippus Flipper. Nee, du kommst jetzt hier rein. Und hier müssten wir rein theoretisch einen neuen rekrutieren. Und zwar, wir werden uns ihn hier holen. Weil er die Nahrung hier pushen soll. Ne? In diesem System soll die Nahrung gepusht werden. Dafür diese 10%, damit wir nicht so krass im Minus fallen. So, wir haben Weltraumtorpedos, können wir forschen. Oder unsere Forschung effizienter gestalten. Genau das wollen wir haben. Wir wollen unsere Forschung effizienter gestalten. Hier können wir jetzt hingehen. Und... was brauchen wir als nächstes hier? Jobs. Wir brauchen Jobs. Was wir auch machen könnten, wäre ein Holotheater bauen. Das wäre aber noch zu früh. Wir könnten hier eine Kristallmanufaktur, oder wie war das nochmal? Kann ich jetzt auch schon Kristalle herstellen? Nee, nur flüchtige Teilchen, Kristalle noch nicht. Okay, dann lassen wir das erstmal. Nichtsdestotrotz gehört hier eine Industrie rein. So, hier fehlen Jobs, hier wird aber Industrie gebaut. Sehr schön. Hier... fehlen auch Jobs, okay. Die sollen aber in die Industrie, also in die Credits-Produktion. Das hier wird ein Industrieplanet, denke ich. Das heißt, wir bauen hier als allererstes wieder die Genfabrik.
Klinik, so heißt die. Fabrik ist das falsche Wort. Bauen dann als nächstes, würde ich tatsächlich einen Tempel mal bauen. Und dann müssen wir doch Mineralien hier abbauen. Weil es ein 6er Mineralien... Wir können ja auch Mineralien abbauen. So. Damit hat er zu tun. Und er hat noch 9 Jobs offen, ne? Also... 9 Jobs. Neue Kolonie gegründet. Da sind wir dran. Wunderbar. Er braucht noch 198 Tage, bis die Kolonie überhaupt terraformt ist. Hier oben brauchen wir noch 500 Tage, 1500 Tage. Ja. Er baut sich weiter aus. Er baut jetzt hier die Handelsknoten rein. Nach den Handelsknoten können wir hier eine Hydrokulturfarm reinbauen. So, er baut das hier aus. Er ist da unten auf dem Weg hin und kann die Forschung dort abbauen. Das Kolonieschiff wartet. Du baust auch hier eine Forschung. Sehr schön. Und kannst dann eigentlich dorthin fliegen. Wir haben eine neue Forschung erforscht. Wurmlochreisen haben wir erforscht. Und Energienexus Stufe 2. Energiequelle durch Techniker plus 2. Kostet aber ein Gas pro Monat. Wir haben neue Hyperraumantriebe. Oder wir können Forschungskomplex erforschen, der wiederum Gas kostet. Aber wir produzieren inzwischen 6 Gas. Das heißt, wir können das jetzt hier forschen. Wir können den passenden Forscher draufsetzen. Haben wir noch einen Computerforscher? Haben wir aktuell gar nicht. Da ist einer. Den rekrutieren wir. Computerforscher. Der Forscher ist jetzt schnell durch. Dann können wir anfangen, unsere ganzen, Forscherjobs hier noch effizienter zu gestalten. Perfekt. Perfekt. Wirft eine Runde Eis in den Chat und an Ecke. Danke, Marunga. Danke, danke für die Versorgung. So, Rivalität. Das Detakan-Hierarchie hat uns die Rivalität erklärt. Ja, ne? Detakan, wo sind sie denn? Ach, die da unten sind das. Ja. Ja, nee. Müsst ihr das jetzt echt machen? Schweinerei. Guck mal, das System hier ist eine ganz schöne... Obwohl, der hat wahrscheinlich auch Verbindungen hier hinten, ne? Aber guck mal, hier auf der Seite haben wir gar keine Verbindung Richtung Süden. Außer da oben vielleicht hier. Das könnte ich mir vorstellen. So. Damit fertig. Hier dauert es noch 10 Tage. Deep Sea 2. Die Modifikator zweite Heimat. Bewohnbarkeit plus 20%. Anziehung von Immigration plus 50. Wir nennen ihn Deep Sea 2. Cool. Zweite Heimat. Ja, warum nicht? Wir sind eh schon bei 100% gewesen. Wird ein Energieplanet. Den können wir ausbauen. Sehr gut. Können beides ausbauen. Die können weg. Neue Forschung complete. Diplomatische Bedeutung großer Komplex könnten wir dann bauen. Das brauchen wir aktuell aber nicht. Das kostet auch sehr viel. 12.000, ne? So, wir haben hier neben Verteidigungsarmeen plus 25%. Wir können neues Gebäude bauen. Festung. Hauptstadtgebäude, Ressourcen von Jobs plus 10%, unterhalb plus 10%. Das können wir ganz gut machen. Das wollen wir haben. Das finden wir sehr gut. Da machen wir erstmal nichts. Hier auch erstmal. Ach, das wird schon gebaut, ne? Gesandter ist gestorben, das ist egal. Wie gesagt, Gesandte sind nicht so entscheidend. Wir können aber hier jetzt zweimal Hangars bauen und was wir hier noch reinsetzen können, ist ein Zielcomputer. Der wird auch weiter ausgebaut, ne? Ja, da ist er schon dran. Der Handel wird auch schon transportiert nach Hause. Sehr gut.
Die Kolonie ist auch fertig. Da können wir auch hier anfangen zu kolonisieren. Haben die irgendwelche Merkmale? Dort. Staubhöhlen und... Achso, maximale Staubanzahl. Okay. Zweimal Staubhöhlen? Zweimal Staubhöhlen. Hier kann ich ganz, ganz viele Teilchen draufbauen. Verbesserter Forschungskomplex. Ja, wollen wir das auch noch forschen? T3, also die nächste Forschung? Ja, komm, wir holen uns noch bessere Forschungslabore. Wir können unsere Forschungslabore jetzt ausbauen. Wir produzieren aktuell 6 exotische Gase. Hiermit verbrauchen wir ein. 1, 2. Wir müssen exotische Gase einkaufen dafür, dass wir die Gebäude bauen können. 1, 2, 3, 4, 5 und 6. Oh, das wird gut, Leute. Das wird richtig gut, das sage ich euch. Wir brauchen auf jeden Fall mehr Gas. Das heißt, können wir hier noch eine weitere Gasraffinerie bauen? Ja, können wir. Dann sollten wir auch hier die Gunst der Stunde nutzen und auch hier eine weitere Gasraffinerie drauf bauen, sodass wir mehr Gas produzieren können. Beziehungsweise werden aktuell alle Gasraffinerien überhaupt besetzt, die wir gebaut haben? Stand jetzt. So. Hier fehlen Jobs. Hier wird 8 Mineral gebaut. Okay, das passt alles. Das heißt, das hier wird eine Energiewelt. Das wird eine Generatorwelt. Aber aktuell macht es noch keinen Sinn, die auf Generatorwelt umzustellen. Na, machen wir noch nicht. So, nächste Kolonie wird gegründet. Nächstes Kolonieschiff ist auch schon unterwegs. Wir können auch langsam anfangen, ein weiteres Kolonieschiff zu bauen und zu planen. Das heißt, wir gehen auf unsere... Wir können wieder neue Grenzsektoren bauen. Also wir können weitere Sektoren nachher ins Leben rufen. Von Karstein. Hallöchen, hallöchen. Danke dir, ne, für dein Follow und herzlich willkommen. Von Karstein. Warhammer? Aus dem Warhammer-Universum, kann das sein? Die von Karsteins, die Vampire? Ein Vampirspieler, hallo, genau. Ist Ecke heute eine Krise? Ey, Hera, grüß dich, ein wunderschön. Ne? Und Chipmunk ebenfalls. Hallöchen, hallöchen. God-Simulator featuring Stellaris, ja. Bin mal wieder raus, bis später mal und viel Spaß noch. Ach, der, die das, mach's gut, ne? Hau rein. Föderation war, dass Spieler Föderation gründen können. Ah, okay. Ja, geht so. Mir macht das Wetter ein wenig zu schaffen. Echt? Zu heiß bei dir, Crowley, oder ist schwierig? Also bei mir ist das heute auch ein bisschen drückend, das Wetter. Ich habe das Fenster aktuell noch offen. Ich weiß nicht, ob ich das bereue, aber noch geht's eigentlich. Ich merke aber selber, wie ich heute einfach ein bisschen mehr geschafft bin. Ich bin ein bisschen platter, ich komme nicht so gut in Schwung hier. Alles gerade ein bisschen schwierig. So, wie sieht's hier aus? Hier haben wir die... Können wir die wieder auf Forschung setzen, ne? Unabhängigkeitsgarantie, das ist mir sowas von egal. Wer hier wen die Unabhängigkeit garantiert und so. So, da können wir hin. So. Wir haben 39 Grad draußen. Echt? Holy shit. Ich mach mal kurz Fenster zu. Ich glaube, heute wird es bei mir nur 30 Grad, aber es reicht langsam. So, die Senatssitzung ist durch. Ey, Hex, grüß dich, hallöchen. Und General Kartoffel. Moin, moin. Berlin 33, GG. Auch unschön, ne? Wir haben 36 Grad. Heieieiei. Dann schauen wir mal rein. Die Senatssitzung. Was ist hier los? Also, es steht, das breite Schild. Flottenkapazität wird erhöht, unterhalb von Schiffen wird erhöht und die diplomatische Bedeutung von Flotten wird. Da stimmen wir auf jeden Fall dafür. Dagegen sind ein paar andere Nationen, das ist uns egal. Gucken wir mal, was die KI alles gemacht hat. Also, regulatorische Erleichterung. Ressourcen durch Arbeiter, Wirtschaft wird erhöht, das wollen wir auch. Wirtschaftlich sind wir auch stark. Wirtschaft verringert, Bewohnerunterhalt, Konsumgüter, Dauerblocker entfernen. Pangalaktische Recycling-Initiative. Da sind wir dagegen.
Sicherheitsdienstleister, da sind wir auch dagegen, das wollen wir nicht. Jede Söldnerenklave erhält plus 10 Flottenkapazität. Nö, 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 nö. Galaktischer Markt gründen, da sind wir dafür. Ja, das finden wir gar nicht mal so schlecht. Das finden wir gar nicht mal so schlecht. Da sind wir dagegen. Was haben wir hier? Administrative Einblicke. Untertanen haben eine Ethikaktivität von 25 auf die fanatische Ethik ihres Lehnsherrn. Da enthalten wir uns. Ach, das ist mir egal. Tikana Erhaltungsgesetz. Da sind wir dagegen, weil wir xenophob sind. Reguliertes Wachstum. Reichsgröße von Systemen plus 5%. Ja, das ist für mich scheiße. Keine reguliertes Arbeitnehmerrechte. Arbeiterzufriedenheit plus 5. Politische Macht, Arbeiter plus 10. Beispiel Bedeutung von Bewohnern. Oh, da sind wir dafür. Das finden wir gut. Bekämpfung. Ja, da sind wir dafür. Tikana Bekämpfung. Wobei, wir haben halt das Nest bei uns, ne? Da sind wir auch dagegen. Wir wollen mit den Tikanern nichts zu tun haben. Nein, die sollen hier Ding machen. Die sollen nicht erhalten werden. Jeder soll frei entscheiden können, was er damit macht. Na, so. Wir sind, das können wir so ein bisschen Roleplay-technisch machen. Großadmiral heißt, nur die KI haben massive Ressourcen am Anfang. Ich weiß. Admiral, schaffst du? Die Frage ist eher, schaffst du die Krise auf 25%? 25-facher Stärke. Alleine 25er Stärke? Ich glaube nicht, nein. Das packe ich nicht. Kommt drauf an, wann die Krise kommt. Na, wenn man mir genug Zeit gibt, dann schaffe ich das auch. Würde ich mal behaupten. Vielleicht ein bisschen blauäugig, aber ich würde meinen, ich würde es schaffen, wenn man mir genug Zeit gibt. Aber das, da kann ich mich auch irren. So. Die ist ausgebaut. Hier läuft es ganz gut weiter. Was haben wir hier oben aktuell? Das läuft auch. Sehr schön. Neue Forschung. Orbitalringe können wir forschen. Oder die verbesserten Minen. Orbitalringe brauchen wir aktuell nicht. Gase abbauen können wir aktuell nicht. Wir haben keine Gase. Deswegen werden wir das hier forschen. 19 Monate. Sehr gut. Bergbaustation. Hier könnten wir auch Gas abbauen für unsere Forschung. Ja. Hier könnte man... auch noch Gas abbauen für unsere Forschung. Hier können wir ihn ausbauen. Sehr schön, das wollen wir auch. Bergbaudistrikte. Was wird hier raus? Hier wird ein Industriedistrikt raus. Hier wird ein Stromer raus. Hier wird ein erstmal Bergbau raus. Ja. Unser Kolonieschiff ist hier oben. Sehr schön. Das kann jetzt hier eine weitere Kolonie gründen. Die Kolonie dauert auch nicht mehr lange. 800 Tage. Das heißt, wir können in unserer Heimat, in unserem Heimatsystem, können wir in der Schiffswerft ein Kolonieschiff bauen. Das soll jetzt gebaut werden. Die anderen Sachen können warten. Und wir werden in unserem Heimatsystem hier vorne werden wir zwei weitere Werften bauen. So. Und hier bauen wir Transithafen. Ich würde ganz gerne eine Akademie bauen, ne? Kunsthochschule ist auch das Falsche eigentlich. Aber das kann ich alles noch nicht. Deswegen bauen wir hier eine Hydrokulturfarm für Nahrung, ne? Die uns langsam halt zur Neige geht. Wird Zeit, dass wir auf dem Nahrungsplaneten hier Leute haben, ne? Also, dass hier mehr Nahrung produziert wird. Aber gut, wird schon mit der Zeit. Sonst sind sie gleich. Ich glaube, dass die große Admiral-KI sich Ressourcen auch ersheatet während des Spiels. Sie haben in der Regel immer einen Vorteil gegenüber dich. Soweit ich weiß, ja, aber diese Boni ist halt ziemlich massiv. Sie können halt direkt viele Systeme in Besitz nehmen, ja. Soweit ich weiß, hast du einen Planeten, auf dem du Gas abbauen kannst. Ich habe einen Planeten, wo ich Gasquellen habe.
Ja, ist das hier das Brunnen des Moor? Das heißt aber nur, dass ich die Gasextraktionsbrunnen plus 2, also ich kann das Maximum von diesen Gasraffinerien und so weiter bauen. Oder heißt, dass ich noch einen extra Brunnen bauen kann, Clowmint. Nee, Gasraffinerien. Oder ich muss den Brunnen erst noch erforschen. Da bin ich gerade nicht ganz sicher. Es kann sein, dass ich den Brunnen noch erforschen muss, ne? Dann lassen wir es noch offen und warten auf den Brunnen, ne? Ist eine Forschung, ja genau, ist eine Forschung, ne? Ja. Das ist die Forschung, die wir brauchen, um Gas auch in Weltall abzubauen. Your colony has been founded. Wir entfernen Blocker. Eine neue Kolonie wurde gegründet. Das heißt, wir werden jetzt hier Genklinik bauen und danach den Netzhub bauen und das bauen. Sehr schön. Da sind Piraten aufgeploppt. Guck einer an. Dann werden wir jetzt einen Admiral rekrutieren. Kostenunterhalt. Ausweichen Unterlichtgeschwindigkeit. Oder Unterhalt der Flotte. Die sind alle irgendwie doof. Der ist der Jüngste. Wir nehmen den Jüngsten einfach. So, unsere Flottenstärke liegt bei 2000. Wir werden die Piraten hier angreifen. Die greifen jetzt unsere Systeme hier an und zerstören die und plündern sie da quasi mit. Du kannst da schon mal rüberfliegen. Das kommt daher jetzt, dass diese Piraten hier gekommen sind, weil wir dort keinen Handelsschutz haben, ne? Auf der Strecke haben wir aktuell keinen Handelsschutz, weil die Basis hier vorne noch nicht ausgebaut ist. Na, wir haben hier in 2 Tagen jetzt die Verbesserung und können jetzt endlich hier Hangars bauen. Dann wäre der Handel geschützt. Und dann können wir auch hier als weiteres Element könnte man später die Eisförderstation bauen, damit wir hier Habitate drauf bauen können. Warte mal, ist das ein 9er Mineralien? Puh, krass. Ja, wir können hier nachher Habitate draufsetzen, auf dem einen Planeten dort. So. Wir haben jetzt die Hangars gebaut, die hätten auch vorhin erst Hangars bauen können, aber dann hätten wir die ganze Zeit den Handel nicht gehabt. Jetzt zerstören sie mir da vorne so ein bisschen meine Mineralien, das ist halt ärgerlich. Und wahrscheinlich ein bisschen Forschung, aber viel ist hier, glaube ich, gar nicht, ne? Also sie zerstören hier die Basis. Die Saukinder. Einer meiner Gouverneure ist kriminell geworden. Das ist ja für ein Hiopio, ey. Wir gründen hier einen neuen Sektor. Und packen den Priester da drauf. So, unsere Flotte ist unterwegs. Die können wir aber weiter ausbauen. So, neue Kolonie has been founded, ne? Unser Energienetz und Energiehubs können wir ausbauen. Wir können aber vorher noch unsere Forschung weiterhin verbessern. Da müssen wir uns kurz überlegen, was brauchen wir. Wie viel Forschung ist es denn, die wir aktuell durch Station generieren? Das sehen wir leider gar nicht. Mehr Alternativen, bessere Forschung um 10% oder den Energienexus. Die Waffen werden natürlich auch nett. Das sind alles gerade 4 Forschungen, die wir alle gut gebrauchen können. Wir schnappen uns die bessere Forschung und rollen dann neu. Auch wenn der Forschungsnexus halt wirklich interessant gewesen wäre, den wir da gekriegt hätten. Jetzt haben sie hier das System eingenommen und hier so eine Piratenbasis aufgebaut, die jetzt anfängt meine Bergbaustation anzugreifen. So, wir kommen aber zur rechten Zeit noch. Können jetzt mal die Zeit ein bisschen verlangsamen.
und diese Schlacht mal etwas genießen. Ja, sie ist schon fast vorbei. Zack, nur noch zwei. Die ersten fliegen schon rüber und zerstören jetzt auch noch die Piratenbasis hier oben. Hier fliegen die Raketen gerade rein. Bam, bam, bam. Und die Laser. Die sind effektiver gegen die Hülle, gegen die Panzerung. Aber er hat, glaube ich, gar keine Panzerung, sondern eine Hülle, ne? Piratenüberfall haben wir abgewehrt. Haben, glaube ich, keine Verluste, ne? Wunderbar. Das heißt, wir können die jetzt zurückschicken, beziehungsweise wir können sie sogar reparieren. Neue Forschungen haben wir auch wieder bekommen. Also, wir können bessere Flakkanonen forschen, Plasmatriebwerke, neue Triebwerkkomponenten. Stadtdistrikte plus ein Wohnraum. Wohnraum ist aktuell aber nicht das Problem. Das bräuchte man, glaube ich, aber für das Archäologieprojekt, wenn ich meine. Aber das ist eine Sache, die wir später machen können. Wir forschen neue Triebwerke. Hier haben wir Bewohnbarkeit, die erhöht wird. Hyper-Entertainment-Foren, das ist auch ganz nett eigentlich. Kostet auch nur 3000. Würde ich tatsächlich mitnehmen wollen. Flottenüberlegenheit. Ja, das ist egal. Bewohnbarkeit von 5% wäre natürlich auch cool, weil ich bestimmt noch ein paar Planeten habe, wo wir eine Bewohnbarkeit von 80 haben oder so. Oder auch nicht. Nein, wir haben nur 100% Bewohnbarkeit. Okay, gut, das ist egal. Dann haben wir halt überall 100% Bewohnbarkeit. Ja. Warum auch nicht? Ne, warum auch nicht? Ey, Ranger, Hallöchen. Wie heiß ist es denn bei dir? Wir haben hier schon exorbitante Zahlen gesehen. 39 Grad und so weiter wurde erzählt. Aber schön, dass du vorbeischaust, ne? Willkommen, willkommen. Soweit ich weiß, hast du einen Planeten, genau, mit, wo ich Gas abbauen kann. Genau, genau. Das sollten wir zeitlich forschen, da habt ihr vollkommen recht. Apropos vollkommen recht, damit ist die Folge auch vorbei. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal, ne? Haut rein!